der Einsatzstelle haben wir vorgefunden, eine Person, die mit einem Minibagger in einen Graben gekippt ist und mit dem Fuß unter dem Minibagger eingeklemmt war. Zum Glück war die Erde sehr weich und ja, durch händisches Freigraben des Fußes haben wir die Person dann befreien können. Und die Person ist zum Glück nicht schwerer verletzt worden. Ja, eben dadurch, dass die Erde nachgegeben hat, ist dem eingeklemmten Fuß nicht mehr passiert. Okay. Die Feuerwehr hat jetzt nur den Bagger geborgen? Genau, mit Hilfe des Krans, des schweren Rüstfahrzeuges von Machtrenk, wurde eben der Bagger jetzt nur geborgen, aufgestellt, sodass er nicht mehr in den Graben fallen kann, gesichert.